Lampukistan Gaming ist hier. Wir sind zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Nach dem Flashback in der letzten Folge sind wir wieder im peruanischen Dschungel. Und hier an dieser Stelle geht's jetzt mal weiter. So, wir sammeln wieder fleißig alles ein, was es hier zu looten gibt. Okay, die Medizin. Werden wir sehen, ob wir die brauchen. Okay, komm schon, lass uns hier durch. Wie geht's deinem Arm? Bisschen steif, aber okay. Und dein Rücken? Gut. Schauen wir doch mal kurz rein. Wir müssen, wo die Zwillinge sich finden. Das ist unsere aktuelle Quest. Ah ja, von hier sind wir gekommen, genau. Okay. Oha, guckt euch die riesen Map an. Okay. Hier rechts müsste dann die Quest sein. Das ist jetzt die Frage. Sollen wir da direkt hinlaufen? Machen wir einfach mal, oder? Was werden wir wohl in Kuwait-Jaki finden? Fließendes Wasser wäre schön. Mir würde im Moment schon keine Jaguare reichen. Okay. Oh, oh. Wir wieder zurück. Wir kommen hier wieder zurück, theoretisch. Ja, okay. Das ist kein Problem. Oh, da ist eine Hütte. Kommen wir hier rüber? Okay, das geht. Fantastisch. Dann gehen wir erstmal hier rein. In der Hoffnung, da ist nichts drin. Verschlossen. Nicht mehr lange. Oh, hier ist eine Archivarkarte. Enthüllt Positionen von Relikten, Wandgemälden, Monolithen und Dokumenten. Okay. Da hat sich jetzt aber nicht viel getan. Nur, dass wir jetzt hier lang müssen, oder? Das haben wir jetzt erfahren. Okay. Ist hier noch was? Ja. Hier ist noch eine Kiste. Bergungsgut. Ich glaube, dann können wir hier weitergehen. Ist hier noch? Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Scheiße, Trinity. Runter. Verdammt. Truck steckt fest. Das sehe ich. Was macht ihr dagegen? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück. Verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf deine Verfolgung gefahren. Oh. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Aber halt die Augen offen. Ich mach schon. Okay. Ihn tötet mal lautlos. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Okay, der schaltet den aus. Da vorne steht noch einer an diesem Fahrzeug. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gemacht? Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie immer noch nicht? Gehen wir hier lang. Oh, da oben ist einer. Er ist ein Held. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke.
Scheiße, wie halten wir uns nochmal hier fest? Das ist vergessen. Shit, shit, shit. Okay, L2, oder? So, okay. Outlaws Kill. Wo kann ich mich hier? Okay, er hat den ausgeschalten. Es ist ruhig. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Wir kennen den Haupttempel. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, Warte. Die wir bisher übersehen haben. Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Brücke nicht überprüft. Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Leck mich. Steh nicht für dich gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Müssen wir nur die zwei ausschalten? Wo sind die anderen Typen hin? Können die Kamera nicht drehen? Okay. Die übernehme ich. Was in Gottes Namen? Versteck dich. Hey, Sammy? Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Hey, hey. Wir erleiden Verluste. Wo ist der andere Typ? Hey, wir warten, bis der uns den Rücken zudreht. Oder? Komm, dreh dich um. Jetzt. Okay. Wo ist unser Partner? Können wir hier erstmal looten. Den Typen hier, den wir hier kaputt gemacht haben, können wir den auch noch irgendwie... Kiste? Es geht nicht. So, wie kommen wir jetzt da rüber? Hier direkt oder was? Oh, wir wollen nicht schon wieder in den Tod springen eigentlich. Ob das Fahrzeug geht nicht. Okay, pass auf. Guck mal, ob wir hier durchkommen. Und dann hier rechts hoch. Der andere Typ. Nee, wo ist der andere Typ denn lang? Wie ist denn der da hochgekommen? Diese erhöhte Position. Hier seitlich irgendwie? Nee. Ah, hier einfach vorbei. Okay. Was sieht's hier aus? Na, immer die falsche Taste, Leute. Hier ist noch irgendwas. Ah, der Typen. Hier gibt es bestimmt irgendwas in diesem Fahrzeug. Ja, Mann. Ah, das ist Munition, aber die ist voll, ne? Shit, okay. Schade. Dann hier hoch. So. Oh nein, das kannst du dir abschminken! Leck mich! Halt! Danke. Bist du okay? Ja. Nimm das. Okay, das war knapp. Hoffentlich waren das die letzten. Er. Komm nicht hierher. Keine Ahnung. Gerade die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. Mein Arm juckt total. Das heißt, er verheilt. Neue Ausrüstung. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Weißt du, meine Großmutter hat in den 60ern einen Tsunami überlebt. Was ist passiert? Es ist so dunkel hier drin. Ihre Familie, das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorher. Oh! Okay. Dumme und andere Dinge. Feuerpfeile herstellen. R1. Okay, wir müssen gucken, wie wir das machen. Die werden wir wahrscheinlich gleich brauchen. Würde ich mal behaupten, wir sammeln erstmal noch alles ein. So. R2. Haben wir jetzt automatisch...
Ah, ne, jetzt pass auf, R1. Okay. Jetzt haben wir das einen Feuerpfeil hergestellt. Haben wir den automatisch jetzt? Halten Sie L2 und drücken Sie R1. Oh, okay. Hübsch. Cool. Yeah. Komm schon, gehen wir. Ich denke mal, dass einer erstmal reicht. Ich habe keine Ahnung. Das kann alles sein. Zwei Denkmäler oder Berge oder Flüsse. Ich nehme an, wenn wir sehen. Ja. Oh, jetzt sind wir in der Siedlung angekommen. Da unten sind Leute. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Hi. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ah, ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Noch übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, 3. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Oh. Danke. Tja, du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich hab dir einen freien Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Dir auch. Okay, da haben wir die zwei erstmal verkuppelt, bevor es jetzt hier weitergeht. Jetzt können wir mit vielen Leuten sprechen hier, weißt du nicht? Neu hier, gewöhn dich an eine Menge Nichtstun. Obwohl mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Du bist nicht von hier? Nein, ich arbeite auf einem Schiff, das auf dem Felsen gelaufen ist. Der Sturm kam aus dem Nichts und hat den Kahn versenkt. Okay. Was ist mit dir, guter Mann hier? Oh. Oh. Ah, hallo. Gehörst du zu dem Ausgrabungsteam? Nein, nur auf der Durchreise. Okay. Wenn du was brauchst, der Markt ist in der Ortsmitte, damit du alles hast für die Weiterreise. Danke. Gern geschehen. Okay, gut zu wissen. Oh, warum öffnet sich hier immer automatisch die Map? Händler? Okay. Wer bist du hier? Ich habe 2 Jahre gebraucht, um sie anzusprechen. Endlich schaffe ich es. Und jetzt? Wer ist der Kerl überhaupt? Oh, ich glaube, er redet von ihr da oben und unserem Buddy. Okay.
Checken mal, hier gibt's Spanferkel. Fantastisch. So. Mit Materialien. Hier liegt noch was auf dem Boden. Ah, Leuchtfeuer. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Ah, wie wär's denn, wir erstmal diese Händlerin aufsuchen? Hey, wenn du jemanden brauchst, der sich in Kuvak Yaku auskennt, frag mich. Bist du der hiesige Fremdenführer? Ich kenne mich aus. Und weiß, wen man meiden muss. Verstehe. Den besten Fisch gibt's am Dock natürlich. Die Tacos sind im El Licor de Cerdo am besten, aber sein Bier ist pisswarm. Ich werde darauf achten. Oh, und Omar, halt dich bloß von ihm fern. Es sei denn, du willst Ärger. Denkt, er kann in die Stadt kommen und sich nehmen, was er will. Genau. Schön, ich behalte möglichen Ärger im Auge. Behalt ihn besser in beiden. Karte aktualisiert. Was haben wir jetzt hier entdeckt? Das, da sind wir gerade. Mission verfügbar. Händler, da wollen wir hin. Wir gehen erstmal hier lang. Pass mal auf. Hier so leicht links gehalten. Wir werden erstmal diesen Händler aufsuchen, bevor wir hier weiterziehen. Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Das ist der Händler hier? Hören wir ja. Gehen wir mal hier rein. Können wir den ansprechen hier? Verpiss dich! Du störst den Empfang. Verstehe ich jetzt nicht. Hier soll doch der Händler angeblich sein, oder? Noch ein bisschen. Ah, hier, er ist. Diese Diebe loszuwerden. Okay, pass auf. So. Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben, zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Banditensorgen. Aber das war jetzt kein Händler, das war eine Quest, oder? Aber ich würde sagen, wir gehen erst nochmal jetzt, bevor wir hier... Kamen wir aus der Richtung? Ja, da kamen wir hier über diesen Steg hier. Gucken erstmal, ob wir irgendwas aufleveln können. Wo war das Feuer nochmal? Hier? Guck mal, wir können hier noch ein bisschen Zeug machen. Fähigkeiten. Wir haben 2 Fähigkeitenpunkte. Das ist scheinbar neu. Okay. Ne, wir haben 1 Fähigkeitenpunkt. Okay, ich verwechsel das immer. Da haben wir hier oben noch was Neues. Übernahme von Wahrnehmungspflanzen können sie Gebäude und natürliche Ressourcen. Okay, was haben wir hier noch? Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen sie kurzzeitigen Schaden durch Feinden. Das ist jetzt die Frage, ne? Sie können schneller schwimmen. Ist das aktuell nötig? Weiß nicht genau. Fallgift und Toxin von Spinnen und Käfern zu sammeln. Das möchte ich. So, jetzt haben wir hier noch was. Mein Bogen. Wir können hier ein bisschen upgraden, oder? Giftumwicklung? Was erhöht sich da? Die Ziehgeschwindigkeit oder die Haltezeit? Wir machen das hier. Ja. Gucken wir mal bei den Waffen noch ein bisschen was. Beim Gewehr ist auch ein Upgrade verfügbar. Ja. Haben wir eine bessere Feuerrate? Fantastisch.
Nehmen wir direkt mit. Pistole 4 Upgrades verfügbar. Ha. Schaden. Ist gut. Präzision. Ich würde sagen, Nachladetempo ist gut. Okay. Gucken wir mal, ob unsere Nahkampfwaffe... Ah, da geht nichts mehr. Okay. Mal das rausgeballert. Jetzt sollte das Spiel eigentlich auch... Oh, Schnellreise. Ah, wir können hier jederzeit... Um dann quasi alle Sammelgegenstände noch... Okay. Sehr schön. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge Shadow of the Tomb Raider machen wir hier in diesem Dorf weiter. Dann reden wir mal mit diesem Bösewicht. Stören ihn bei seinem, keine Ahnung, was für ein Footballspiel oder er da anschaut. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir natürlich wie immer gerne den Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in einem meiner nächsten Videos. Macht's gut, bis dahin. Ciao und bloß kein Stress.